Arbeitsauftrag Nummer 9, das ist eine Liefergutschrift, die sich auf die Eingangsrechnung mit der Nummer 203 bezieht. Das heißt, wir müssen vor allem uns nochmal die Buchung zu dieser Eingangsrechnung anschauen. Ich habe sie hier nochmal hergeholt. Es handelte sich übrigens um Fall 7, Arbeitsauftrag Nummer 7. Und da haben wir Hilfsstoffe auf Ziel gekauft und entsprechend gebucht. Und jetzt muss ich einen neuen Begriff einführen. Eine Gutschrift bezieht sich immer auf eine Zahlung aufs Bankkonto. Und da wir diese Gutschrift erhalten, Bank 1.785 Euro an Nachlässe. Und hier muss jetzt die Vorsteuer herausgerechnet werden, weil hier in der Aufgabe eindeutig drinsteht, Rücksendung beschädigter Hilfsstoffe, brutto. Das hier ist also der Bruttobetrag. Und damit ist der Netto-Nachlassbetrag 1.500 Euro und die Vorsteuer 285 Euro. Und damit sind wir mit dieser Buchung hier fertig. Tipps habe ich auch wieder zusammengestellt. Auch hier ist wieder auf das richtige Nachlasskonto zu achten. Das ist ganz wichtig. Das ist in dem Fall die Nummer 2021, weil es Nachlässe auf Hilfsstoffe sind. Dann Gutschriften haben immer etwas mit Bankzahlungen zu tun. Das heißt, die Rechnung vorher, egal ob bezahlt oder nicht, die muss auf jeden Fall bezahlt werden. Und man sollte auswendig wissen, wie man das Konto Bank 2800 und die Vorsteuer 2600 anspricht. Gebraucht habe ich für diese Buchung hier 2 Minuten. Beim 10. Arbeitsauftrag handelt es sich um eine Materialentnahme, die zu buchen ist. Die Lösung gibt es wie immer im nächsten Film.